Ein Plätzchen war noch frei für die Kanzlerin am Donnerstag in Gao im Norden Malis. Dort hat Angela Merkel auf ihrer dreitägigen Westafrika-Reise deutschen Soldatinnen und Soldaten einen Besuch im Camp Castor abgestattet, informierte sich über den Dienst der 850 Männer und Frauen. Im Nachbarland Burkina Faso kam sie an der Universität von Ouagadougou mit Studierenden zusammen und beantwortete unter anderem Fragen zur Krise in Libyen. Was die Präsidenten der G5 Sahelzone gestern mir noch einmal ans Herz gelegt haben, und da haben sie absolut recht, ist, dass Europa erstmal sich einigen muss, wie es vorgeht, weil es da durchaus auch noch unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der Europäischen Union gibt. Und ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die italienische und die französische Position auch miteinander kohärent sind. Merkels Reise wirft ein Schlaglicht auf die Probleme Westafrikas, die auch die der Europäischen Union sind. Ein überzeugender Auftritt fand am Donnerstag dieser Student in Ouagadougou. Ich war wirklich zufrieden, weil sie ehrlich zu antworten schien. Sie hat die Verantwortung Europas für die angespannte Sicherheitslage hier bei uns anerkannt. Später reiste die Kanzlerin weiter nach Niger zur dritten und letzten Station ihres Besuches. Dort werde sie sich über die auch im Niger wachsende Bedrohungslage durch islamistische Terroristen informieren, so die Ankündigung des Kanzleramtes im Vorfeld.